Der Mann stellt sein wildes Klagen ein und schaut dich mit Tränen in den Augen an. Er öffnet seinen ausgetrockneten Mund, um zu sprechen, aber er bringt nur ein schwaches Krächzen hervor. Was ist los? Warum weinst du? Ich... Ach so, heiser. Ich... Seine Stimme ist so heiser, dass es sich anhört, als ob er tagelang nichts getrunken hat. Du siehst, wie eine Träne seine Wangen hinunterkullert. Ich bin ein Weinender von Es-Anon. Es-Anon? Wer ist das? Buch auf den neuesten Stand gebracht. Wer Es-Anon ist? Der Mann wirft den Kopf zurück und bricht in ein heiseres Lachen aus. Es klingt brutal und verzweifelt. Weinst du um meine Stadt? Wir rufen weinend ihren Namen aus, weil Es-Anon nicht in Vergessenheit geraten darf. Alle Weinen von Es-Anon haben diese Würde zu tragen. Ihr trauert um meine Stadt? Warum macht ihr sowas? Weil ihr Name alles ist, was von ihr bleibt. Ihre lichtdurchfluteten Straßen, ihre großartigen gewundenen Parkanlagen. Als sie in Schutt und Asche gelegt und völlig ausgelöscht wurde, überlebten nur etwa 5 Dutzend ihrer Einwohner. Es war unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass man sich überall in den Ebenen an ihren Namen erinnert. Viele Weinende von Es-Anon sind um der Erinnerung willen gestorben. Viele. Wenn das dich und die anderen in Gefahr bringt, warum hört ihr dann nicht auf? Die Tränen, die ich vergieße, der Staub, der mich bedeckt, diese Dinge sind nichts verglichen mit dem, was mich erwarten würde, wenn meine heilige Last aufgäbe. Wenn ich die aufgäbe, ja. Wir müssen dafür sorgen, dass man sich an ihren Namen erinnert. Wir sind lebende Gedenkstätten für ihren Untergang. Wenn das so ist, was passiert, wenn ihr alle sterbt? Aus den Augen des Weinenden quillt eine neue Träne. Selbst der Schmutz in seinem Gesicht kann den verzweifelten Gesichtsausdruck nicht verbergen. Ich weiß es nicht. Wir Weinende von Es-Anon können nicht ewig um die Stadt trauern. Auch in diesem Moment hängt der Staub sich an unseren Ruhmen. Trockne uns die Spucke im Mund und unsere Körper wecken und sterben. Ich habe jetzt zweimal die Auswahl, kann ich euch irgendwie helfen? Welche davon ist denn die böse? Kann ich euch irgendwie helfen oder kann ich euch irgendwie helfen? Also, kann ich euch irgendwie helfen? Nett, dass du fragst. Der Weinende schüttelt den Kopf. Wenn du Es-Anon nicht unsterblich machen kannst, dann gibt es keine Rettung. Muss sie durch einen Menschen unsterblich gemacht werden? Würde ein Grabstein keine Abhilfe schaffen? Der Weinende blinzelt. Grabstein? Das ist ein Stein, auf dem der Name eines Menschen, sein Leben und seine guten Taten festgehalten sind. Wenn er für Menschen geeignet ist, könnte er dann nicht auch einer gestorbenen Stadt dienlich sein? Steine können so etwas tun? Ja, und ihre Lebenserwartung ist viel höher als die eines Menschen. Wäre es dem Andenken von Es-Anon dienlich, wenn ihr Name in Stein gemeißelt würde? Der Mann hält inne. Könnten andere den Namen sehen? Ja, er wäre immer noch für alle zu sehen, wenn du schon längst tot bist. Der Mann nickt. Wenn sowas möglich wäre. Er wendet sich dir zu. Wo könnte man so einen Stein finden? Ich könnte einen suchen. Wenn ich einen finde, könnte ich dafür sorgen, dass der Name von Es-Anon eingemeißelt wird. Oder für ein paar Kupfer... Ja, ich könnte einen suchen. Du würdest das tun? Ich... In die Augen des Mannes schießen wieder Tränen. Du würdest alle Weinenden von Es-Anon erlösen.
Von uns sind nur einfach noch 20 übrig. Die Last des Erinnerns wurde nach so vielen Jahren von uns genommen. Würde ich es machen. Ich komme zurück, wenn der Name eingemeißelt ist. Ich habe mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Wir hatten doch mal diesen Grabstein, also den Stein, den Stein da, wo ganz viele Namen eingemeißelt wurden. Und eventuell, wir gucken erstmal dieses kleine, behagliche Haus hier rein. Und sofort ein Kampf und wir sind tot, oder? Irgendwas, mal gucken. Wer bist du? Bewohner. Können wir hier schlafen? Nein, aber hier hören wir auf, denn schon wieder viel zu lange. Aber, ja, auch viele Stimmen und mein Gott, meine Stimme versagt. Immer nach so einer Stunde, aber das macht Spaß. Funk Royale, bis zum nächsten Mal bei Planescape TV. Over and out.